Ich muss zur Apotheke zurück. Die Waage war noch nicht vollständig. Die Arbeit ist geschafft. Natürlich ein Geheimfach. Alchemie und Geheimniskrämerei gehören schließlich zusammen. Alle drei in Ordnung, Stella, aber es passiert nichts. Vielleicht müssen sie anders liegen. Aha, das war wohl richtig. Und der nächste Flashback. Ich scheine Alistairs Spuren zu folgen. Warum hat er die Statue bewegt? Dort, wo die Toten ruhen, liegt auf Geheiß des Herrn ein Tor. Suche nach einem Grabstein, anders und doch gleich. Enthülle das Geheimnis und betritt sein Reich. Im Labyrinth, das keine Sonne sieht, finde die Wand, wo der Herr träumt und liegt. Wenn ich das richtig interpretiere, könnte es einen Geheimgang vom Friedhof zum Schloss geben. Ich muss nur den richtigen Grabstein finden. Das ist ein Ouija-Brett. Mein Name wird durch die Ewigkeit hallen. Ich kenne nur eine Person, die solch maßloser Selbstüberschätzung. Ah, er schreibt sich mit E. Okay, ich dachte mit O. Okay, hier kommen dann später die Masken hin. Das ist gut. Jetzt haben wir einen Köder. Ein Friedhofsemblem. Aber nur die Hälfte. Und hier fehlt mir auch immer noch der dusselige Leuchtturm. Das ist bestimmt ganz einfach.
Gibt es hier noch irgendwas zu tun? Na, hier ist ja nichts. Was sagt denn der Tipp? Doch, es gibt hier noch was zu tun. Oh. Okay, das hätte ich jetzt wirklich übersehen. Leiter. Wofür brauche ich die denn? Ach so, ich bin zu klein, um. Okay, lassen wir das. Also wir brauchen einen Hammer und einen Wolfskopf und Hörner und irgendwas und einen Sack und Holz. Okay, für den brauchen wir noch mehr Holz. Ein Mann mittleren Alters. Ein Geheimfach. Soll das ja ein Versteckspiel werden? Das sieht ziemlich lustig aus. Lord Ravenhurst muss ihre Mühen reich belohnt haben. Mit kaltem Stahl. Fleisch und so ein Geldsack. Ist der creepy. Okay, draufhauen bringt wohl nichts. Was brauchen wir denn noch? Narrenstab. Ach, den habe ich sogar schon.
Wer kriegt den denn? Komisch, dass sich die Beine auch so krass bewegt haben, obwohl die ja. Schiebe die Figuren an die jeweils richtige Stelle, um die Altersabfolge darzustellen. Ah, sehr gut. Okay, das war jetzt wieder eine sehr coole Wirbelszene. Die Leute wissen, was sie tun. Wirklich. So, hier fehlt wie immer ein Leuchtturm. Ah, da ist er. Also ich will mindestens die Hälfte alleine finden. Das sollte ja wohl machbar sein. Armer Kerl, wie kann er nur in dem Kühlschrank gelandet sein? Vermutlich ist er darin verhungert. Wow. Eine Statue mit Skelett, wie geil ist das denn? Ich muss alle Möglichkeiten bedenken. Jemand? Okay, das war cool. Also man musste wissen, wo man anfängt und dann jeweils zwei oder drei Schritte in die eine oder andere Richtung gehen, je nachdem, was das Ding angezeigt hat. Das war schön gemacht. Wirklich. Erwähnte ich bereits, dass es mich abfuckt, dass ich hier den Leuchtturm nicht finde. Das Problem ist, es kann auch einfach sein, dass es hier gar keinen gibt und ich jetzt ganz umsonst suche, aber irgendwie glaube ich das nicht. Naja. Erstmal muss es halt so sein. Hier. Dankeschön, Maske Nummer 2. Flügelmutter. Hebel. Hellebarde. Was mache ich denn mit dem ganzen Scheiß? Ah, Moment. So, jetzt habe ich 3 Masken. Wo brauchten wir die denn nochmal? Hier, oder? Alistair, du weißt ja, dass Lord Ravenhurst das Schloss nur während des Herbstfestes verlässt und das ist die beste Gelegenheit, unseren Plan durchzuführen. Die Aufführung wird ihn ablenken und die ungestörten Zutritt verschaffen. Mit diesem Brief wirst du den Geheimgang unter den Gräbern finden. M. Welcher geistig gesunde Mensch würde Alistair helfen wollen und zu welchem Zweck? Das muss das Grab sein, durch das Alistair gegangen ist. Auf zum Friedhof!
Also, wo sind die Tauben? Okay, 7 Tauben habe ich schon. Jetzt muss ich Rosen suchen. Und zum Schluss Sanduhren. Das muss es sein. Das muss das Grab sein, das Alistair geschlüpft ist. Das Ende ist erst der Anfang. Grundgütiger, was für ein Gestank. Aber Alistair ist hier entlang, also muss ich hinterher. Okay, aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Bis dahin.